habe mich qualifiziert über das Online-Turnier von Games.de, das Ultimate-Team-Turnier. Ja, kam einmal Halbfinale und einmal ins Viertelfinale. Bin dort zweimal knapp gescheitert. Wurde trotzdem heute eingeladen. Jetzt hier beim E-Sport-Turnier für den HSV zu sein, das ist was sehr Besonderes. Ich möchte auf jeden Fall E-Sport werden in einem Verein. Erst recht, wenn das sein Lieblingsverein ist. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass wir mit unserer Entscheidung, uns im E-Sport zu engagieren, richtig liegen. Das ist im Moment eine sehr schöne Ergänzung zu unserem natürlich mit Abstand wichtigsten Kerngeschäft, nämlich Fußballspiele auf dem wahren Rasen zu gewinnen. Aber ich glaube, dass die Bedeutung von E-Sports weiter wachsen wird. Man sieht bei manchen Aktionen, dass sie wirklich richtig gutes FIFA spielen. Bei manchen Sachen könnte man noch verbessern, wie zum Beispiel den Spielaufbau. Der Spielaufbau ist manchmal ein bisschen zu 50-50-mäßig. Dann spielen sie einfach blind nach vorne, anstatt den Ball mal hintenrum zu spielen. Das müssen die Jungs noch ein bisschen beachten und dann sind die echt auf einem guten Schritt, Profi zu werden. Ist wie, wenn wir halt auf dem Platz stehen, dann sollte es schon so rüberkommen, dass die Leute, die halt keine Ahnung, ein bisschen niedriger spielen, schon auch was von uns abschauen können. Und deswegen denke ich mal, dass ich da auch ein paar coole Tricks lernen kann. Mediamarkt.